Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Freunde, im heutigen Gebrauchtwaren-Tipp-Video zeigen wir euch einige Dinge, die ihr beim Kauf eines BMW X5 der Modellreihe E70 beachten müsst. Also Freunde, los geht's! Dieses Video wird euch präsentiert von autodoc.de, euer Partner für Kfz-Teile. Der BMW X5 der zweiten Generation mit der werksinternen Bezeichnung E70 wurde in Deutschland ab 2007 verkauft und löste damit die erste Generation des X5 ab. 2013 wurde dieser wiederum von seinem Nachfolger der dritten Generation abgelöst. Während der gesamten Bauzeit wurden über 700.000 Fahrzeuge produziert und die Erwartungen, die BMW an dieses Modell stellte, wurden weit übertroffen. Davon wurden knapp unter 200.000 Exemplare allein in Deutschland ausgeliefert. Anfang 2010 erhielt der X5 ein großes Facelift, welches viele technische Neuerungen mit sich brachte. Der X5 M erhält ein eigenständiges Gebrauchtwagenvideo von uns. Die Motoren. Beim X5 gibt es ebenfalls die bereits aus den parallel gebauten BMW-Modellen bekannten Motoren. Hier eine Auflistung der Größe nach geordnet, beginnen mit den kleinsten Modellen, aufsteigen zu den Top-Motorisierungen. Fangen wir mit den Benzinern an. Es gab zwei Reihen 6-Zylinder und zwei V8-Motoren. Die Dieselpalette war da schon ein wenig breiter. Hier hatte man die Auswahl aus 5 verschiedenen Dieselmotoren. Alle Dieselmodelle hatten einen reinen 6-Zylinder verbaut mit Turbolader. Kommen wir zu den Problemen. Grundsätzlich fällt der BMW X5 der zweiten Generation positiv in der Pannenstatistik auf. Er ist ein eher seltener Anblick auf dem Seitenstreifen. Probleme gibt es aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle, wie bei jedem Auto. Zu den teuersten Mängeln gehört der Ölverlust, der Motor und Getriebe im X5 deutlich öfter befällt als bei anderen BMW-Modellen. Es ist absolute Pflicht, sich das Wunschfahrzeug von unten genauestens anzuschauen und zu prüfen, ob Ölverlust aufgetreten ist oder ob dieser gesäubert wurde. Bei hohen Laufleistungen neigen die Turbolader dazu, den Geist langsam aufzugeben, selbst bei guter Behandlung. Darauf sollte man bei der Probefahrt achten. Klappernde Sitzkonsolen sind leider auch keine Seltenheit beim BMW X5. Besonders die Komfortsitze sind davon betroffen, wenn auf diesen keiner sitzt. Steuerketten können sich längen oder sogar reißen, wobei dies eher seltener der Fall ist. Bei einem waschechten BMW dürfen natürlich die Achsproblematiken nicht fehlen. Der X5 ist aufgrund des hohen Eigengewichts in diesem Bereich noch anfälliger als seine kleineren Geschwister. Beim iDrive-System kann es vereinzelt zu Totalausfällen kommen. Ebenfalls ein eher typisches Problem sind undichte Rückleuchten bzw. allgemein Undichtigkeiten im Heckbereich. Zwar kein technisches Problem, doch sollte man die astronomisch hohen Unterhaltskosten bei der Versicherung mit einplanen. Der X5 ist bei Dieben nach wie vor ein beliebtes Objekt. Meist durch das hintere Dreiecksfenster gelangen die Diebe in den Innenraum und räumen das Fahrzeug auf sehr grobe Art und Weise aus. Teil- bzw. besser Vollkasko ist deswegen bei einem X5 absolute Pflicht. Das merkt man spätestens beim ersten Besuch der Verbrecherbanden. Wie immer möchten wir darauf hinweisen, dass es natürlich auch weitere Problematiken geben kann und es sich dabei um eher häufig auftretende Mängel handelt. Man sollte jedes interessante Fahrzeug rundum genauestens überprüfen oder bei einer geeigneten Stelle prüfen lassen. Teile für den X5 und auch andere BMW-Modelle, ja sogar ganz andere Marken, erhaltet ihr bei unserem Partner autodoc.de. Mit täglich wechselnden Rabattaktionen könnt ihr schnell und günstig eure nächste Wartung und auch die nächste Reparatur leicht durchführen. Willst du deinen Gebrauchten mängelfrei? Schau bei autodoc.de vorbei. Kommen wir zur Ausstattung.
Der BMW X5 war in der Basisversion nicht sonderlich gut ausgestattet. Ein Glück, dass die meisten Käufer viele Kreuze in der Sonderausstattungsliste gemacht haben. Einige besondere Serienausstattungen waren zum Beispiel eine Bergabfahrhilfe, Tempomat mit Bremsfunktion, elektrische Feststellbremse, Start-Stopp-Knopf, Begrüßungslicht, Heimleuchten, Innenspiegel automatisch abblendend, Xenon bei den größeren Motorisierungen, zweiteilige Heckklappe, Personal Profile in den Schlüsseln, AUX-Anschluss und noch ein paar mehr. Kommen wir zu den beliebten Sonderausstattungen. Man konnte den X5 bereits mit einigen Paketen viele Kreuze in der Liste verschaffen. So gab es das Innovationspaket, welches Aktivlenkung, Komfortzugang, Head-Up-Display, Xenonlicht, Scheinwerferreinigungsanlage, adaptives Kurvenlicht mit Fernlichtassistent beinhaltet. Ein Sportpaket, welches eine sportliche Fahrwerksabstimmung, BMW Shadowline Sportlenkrad, Sportsitze elektrisch mit Memory, Dachhimmel in Anthrazit, Leichtmetallräder und eine Radhausverbreiterung beinhaltet. Das allseits beliebte und bekannte M-Sportpaket, welches ein Sportfahrwerk, eine Aluminium-Dachreling satiniert oder in Shadowline hochglänzend, ein M-Exterieur, M-Lederlenkrad, Sportsitze elektrisch mit Memory, Dachhimmel in Anthrazit, M-Leichtmetallräder und einige spezielle Lackierungen enthält. Zu guter Letzt noch BMW Individual Komposition, welches BMW Individual Lederausstattung mit erweiterten Lederumfängen beinhaltet, BMW Individual Interieurleisten, BMW Individual Lederlenkrad und BMW Individual Dachhimmel in Anthrazit. Natürlich gab es ebenfalls weitere Sonderausstattungen, die man noch zusätzlich bestellen konnte, wie zum Beispiel Sitzheizung vorne und im Fond, Sitzbelüftung vorne, eine 4-Zonen-Klimaautomatik, ein Panoramaglasdach, Standheizung mit Fernbedienung, PDC mit Rückfahrkamera und Topview, eine Alarmanlage, ein Garagentüröffner, automatische Heckklappenbetätigung, Außenspiegel automatisch abblendend, Komfortzugang, Soft-Close-Automatik für die Türen, diverse Navigationssysteme mit TV-Funktion, USB-Audio-Schnittstelle, diverse HiFi-Systeme, DVD-System für den Fond, DAB-Tuner und noch eine erhöhte Anhängelast und noch vieles, vieles mehr. Der X5 ist bereits dafür bekannt, eine enorm hohe Anhängelast von 2700 bis 3500 Kilogramm zu haben. Ein wahres Zugpferd. Die Preise. Die Preise liegen je nach Motorisierung und Ausstattung enorm weit auseinander. So muss man für den X5 3.0 etwa 18.000 bis 25.000 zahlen. Die xDrive Modelle sind da noch ein klein wenig teurer. Der xDrive 35i ist im Bereich von 20.000 bis 30.000. Der xDrive 48i liegt bei 20.000 bis 35.000. Und der xDrive 50i ist zwischen 23.000 und 40.000 erhältlich. Kommen wir zu den Dieselmodellen. Diese sind aktuell sehr im Preis gefallen, was den Dieselfahrverboten geschuldet ist. Es handelt sich dabei um robuste Fahrzeuge, doch sollte man die Euro-Einstufung und die Wegstrecken, die man fährt, im Auge behalten. Der xDrive 30D beginnt bei 12.000 und endet bei ca. 30.000. Der xDrive 35D liegt bei etwa 17.000 bis 30.000. Der xDrive 40D ist im Bereich zwischen 20.000 und 42.000 angesiedelt. Und zu guter Letzt das Topmodell, der X50M, liegt bei 30.000 bis 40.000. Unsere Empfehlung. Klare Empfehlung sind die Facelift-Modelle. Mit dem Facelift gab es viele technische Neuerungen, die man einfach nicht vermissen möchte, wenn man diese einmal hat. Bei der Motorenwahl gibt es keine Einschränkungen. Man sollte sich das nehmen, was man sich leisten kann und vor allem will. Denn der X5 ist im Unterhalt nicht gerade ein günstiger Kandidat. Vielfahrer sollten zu den drehmomentstarken Dieseln greifen. Doch dabei beachten, dass sich die Fahrverbote für ältere Diesel immer mehr ausweiten. Die Investition in einen Diesel sollte daher sehr gut überlegt sein. So Freunde, das war's mit dem Gebrauchtwagen-Tipp für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Abo, einen Daumen hoch und kräftiges Teilen in allen Social-Media-Bereichen freuen. Auch wenn ihr uns bei eurer nächsten Wartung mit unserem Partner autodoc.de unterstützt. Denn dadurch ist es uns möglich, mehr Zeit in Videos zu investieren und die Qualität aufrechtzuerhalten oder sogar noch zu verbessern.
Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo Crew.